Remmaphoren und Nebenläufigkeit. Wie immer bringe ich ein paar Lernziele und Kompetenzen mit für die Studierenden in dem Kurs. Und heute geht es darum, dass Sie das Konzept hinter Semaphoren verstehen und grundlegende Anwendungsmöglichkeiten kennenlernen. Also es gibt verschiedene Dinge, die man mit Semaphoren ermöglichen kann oder realisieren kann. Ich möchte im zweiten Teil dann auch nochmal auf typische Probleme und Fehlerursachen bei Nebenläufigkeit eingehen. Da möchte ich, dass Sie diese Probleme verstehen und dass Sie auch die Fehlerursachen verstehen und dass Sie mögliche Lösungsansätze kennenlernen und auch verstehen, wie man da drauf kommt. Es gibt immer noch mehr Lösungsansätze, aber wir nehmen einfach mal die, die aus dem Buch kommen. Für alle, die das interessiert, das Buch ist Operating Systems for Free Easy Pieces. Und das ist ein freies E-Book, das wir verwenden für die Vorlesung. Wir sind inzwischen bei Kapitel 31, Semaphoren. Und heute machen wir tatsächlich mit dem Thema Nebenläufigkeit, Thread-Prozesse und Parallelität fertig. Mit der nächsten Vorlesungseinheit fangen wir dann an mit Ressourcen. Ne? Wir haben ja bisher auch immer so drüber gesprochen, wie man auf Ressourcen zugreift und ab dem nächsten Mal gehen wir dann da genauer drauf ein. Heute Semaphoren. So, erstmal, was sind eigentlich Semaphoren? Ich habe mir das mal angeschaut, wie das in dem Buch erklärt wird, also in dem Ausdeckbuch erklärt wird und wie das andere Bücher machen. Und ich fand jetzt einen Ansatz aus dem Ausdeckbuch auch ganz nett und habe den deswegen auch übernommen. Und zwar betrachten wir eine Semaphore erstmal rein technisch, also gar nicht formal, wie das aufgebaut ist, sondern tatsächlich technisch, welche Methoden die hat. Und dann nähern wir uns so Stück für Stück, wie man eine Semaphore entsprechend baut. Und wir sind wieder an der Stelle auf dem POSIX-Standard, also das, was zum Beispiel auch im Linux-System zugrunde liegt. Und da ist die Semaphore ein Objekt mit einem Integer-Wert. Also eine Semaphore hat immer einen Wert und dazugehörigen Methoden. Und die beiden Methoden, die wir jetzt die wahrscheinlich nächste halbe Stunde behandeln, ist einmal die SAM-Wait und die SAM-Post. Methoden, genau. Und damit die Semaphore richtig funktionalisiert, müssen wir diese auch initialisieren. Und diese Initialisierung bestimmt auch das Verhalten von der Semaphore. Und da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Das sieht man dann in den Beispielen, wie die Semaphore funktioniert. So, initialisieren, da habe ich mal so ein Beispielcode mitgebracht. Das ist wieder C-Code. Na, da wird Semaphore inkludiert, also das braucht man an der Stelle. Dann definieren wir einmal die Semaphore S und initialisieren die mit einem Pointer auf S, mit der 0 und der 1. Das S, also die Semaphore, die wir gerade deklariert hatten, übergeben wir an die Init-Methode. Und hinten steht die 1. Das ist der Wert, mit dem wir das initialisieren. Der zweite Parameter, den wir in dem Funktionsaufruf haben, gibt an, dass die Semaphore zwischen Threads im selben Prozess geteilt wird. Und da kommt man schon ein bisschen auf die Idee, für was brauche ich eine Semaphore? Eine Semaphore ist dazu, Threads innerhalb eines Prozesses zu synchronisieren. Und weil ich da wieder einen Tippfehler sehe, synchronisieren wieder für alle Studierenden in diesem Kurs eine kurze E-Mail mit Vorlesungseinheit der Folienseite und dem Fehler. Und dann gibt es einen kleinen Strich auf der Gummibärchenliste. Und zur Klausur teile ich dann die Gummibärchen aus. Als kleine Belohnung für die QS. Gilt leider nur für Studenten aus dem Kurs. Also, Semaphoren dienen dazu, Threads zu synchronisieren. Jetzt kann ich Semaphoren auch prozessübergreifend synchronisieren und das auch mit einer Semaphore. Das schauen wir jetzt aber im Rahmen der Vorlesung nicht weiter an. Wen das interessiert, der kann sich dann ein bisschen noch mit der entsprechenden API, mit der C-API beschäftigen, wie das an der Stelle funktioniert. Aber die Idee dahinter, die Prinzipien dahinter sind die gleichen, aber wir bewegen uns jetzt immer erstmal innerhalb eines Prozesses. Na, also das ist jetzt die Idee, wie wir erstmal eine Semaphore initialisieren. Wir sagen, wo wird sie verwendet mit der 0. Und mit welchem Wert wir das initialisieren. Das ist in unserem Fall die 1. So, jetzt schauen wir uns mal noch die beiden Methoden an.
Wir haben einmal die Same Weight. Auch da werfen wir die Semaphore rein als Parameter. Und das Same Weight verringert den Wert der Semaphore erst, also das, was ich übergeben habe, um 1. Und wartet, falls der Wert der Semaphore erst negativ ist. Das ist genau das, was wir von einem Log auch vorher kannten. Wenn ich einen Log anfordere und das ist nicht verfügbar, dann hat ja die Methode gewartet, bis das Log verfügbar ist, bevor sie zurückspringt. Und dadurch hat sie ja den entsprechenden Aufruf blockiert. Und dann haben wir nochmal das SemPost. Das ist die zweite Methode. Wenn die aufgerufen wird, erhöht die den Wert der Semaphore um 1. Und falls ein oder mehr Threads warten, also zum Beispiel schlafen oder genau, dann wird einer davon aufgeweckt. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns noch an. Und da bin ich auch ganz ehrlich, wo ich das erstmal durchgelesen hatte, dachte ich erstmal so, wie soll das funktionieren? So, jetzt kommt die Frage rein, was ist der Unterschied zu einem Mutex? Die Semaphore ist ein Mechanismus, wie wir einen Mutex programmieren können. Also wir hatten ja am Anfang, als wir den Mutex durchgenommen hatten, uns angeschaut, wie man einen Mutex implementieren kann, also für den Mutual Exclusion Object. Und mit den Semaphoren-Methoden können wir das machen und das machen wir nachher auch. Also nachher kommt ein kleines Codebeispiel, wo wir einen Mutex programmieren, indem man die Semaphore verwendet. Also das ist in dem Sinne kein Unterschied, sondern ich kann mit einer Semaphore einen Mutex realisieren. Wie gesagt, Code kommt dann gleich noch. SemWait, schauen wir uns die mal an. Also die SemWait kehrt sofort zurück, falls der Wert größer oder gleich 0 war. Das ist der Wert, der in der Variable drin stand. Warum war, das habe ich hier oben nochmal, weil der Wert wird ja verringert. Ja? Das heißt, wenn er größer oder gleich 0 war, dann springt das zurück. Wenn man SemWait aufgerufen hat und er war 0, dann ist er ja dann danach minus 1 und trotzdem springt er dann entsprechend zurück und das muss man dementsprechend auch programmieren. Ja. Wenn der Wert negativ war, dann wartet der Aufrufer auf die Rückkehr aus der Routine. Und das ist genauso, wie ich eben später in Mutex implementieren würde. Ein ähnliches Konzept mit dem Warten, ne, auf das Log haben wir bei den Logs eben schon verwendet. Da hoffe ich, dass Sie sich dran erinnern. Ansonsten bitte nochmal das entsprechende Kapitel mit den Logs durchlesen. Aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Wenn jetzt SemWait von mehreren Threads aufgerufen wird und der Wert war oder wird negativ, dann müssen halt alle aufrufenden Threads warten. Das heißt, jeder, der aufruft, also angenommen, ich habe jetzt 10 Threads und der Wert ist im Negativen und der erste Thread darf laufen und dann kommen 9 Threads dazu, die das aufrufen, dann müssen die erstmal alle warten. Ja, und dann kommt ja später die SemPost dazu. Die SemPost erhöht einfach den Wert um 1. Und jetzt ganz wichtig, ohne irgendeine weitere Prüfung wird dann ein schlafender Thread geweckt. Ja, wer jetzt ein bisschen mitgedacht hat, stellt sich vielleicht die Frage, welchen Thread wecke ich denn auf? Das ist jetzt erstmal nicht das Problem. Das ist wieder ein ganz typisches Scheduling-Problem. Da haben wir ganz am Ende nochmal ein Beispiel, wenn wir zu den Fehlern kommen. Ne? Also ist jetzt die Frage, wie kann das eigentlich funktionieren, wenn ich irgendeinen beliebigen Thread aufwecke? Deswegen dachte ich, schauen wir uns mal gleich ein paar Beispiele an. Vorweg gibt es 2 interessante Anmerkungen bei Semaphoren. Und die bitte jetzt einmal im Hinterkopf behalten. Also, der interessante Teil Nummer 1 ist, der negative Wert einer Semaphore gibt die Nummer der warteten Threads an. Das heißt, jeder Thread, der die Semaphore aufruft, also das SemWait aufruft, reduziert ja diesen Wert in das Negative und muss entsprechend warten. Und die Anzahl an negativen, also die Nummer, die da negativ steht, das gibt uns dann sofort die Anzahl der wartenden Threads. So, und da gibt es uns vielleicht schon ein bisschen die Idee von der Semaphore. Ich habe da eben nicht nur ein Thread, der warten kann, sondern mehrere. So, dann der interessante zweite Teil ist, der Initialisierungswert einer Semaphore ist die Anzahl der Ressourcen, die man initial hergeben möchte, ja, oder auch kann. Und das ist jetzt genau das, was man sich im Gegenschluss oder im Gegenzug zu dem ersten Teil überlegen kann. Wenn ja der negative Wert angibt, wie viele warten, ja, und der positive Initialisierungswert, der gibt eben an, wie viele Dinge ich erstmal rausgeben kann, also wie viele Threads die Ressource nutzen können, bevor überhaupt blockiert wird. Das heißt, habe ich zum Beispiel 2 Dinge, die parallel darauf zugreifen können, dann würde ich eben mit einer 2 initialisieren und habe ich eben nur 1, was es aufrufen kann, dann würde ich mit einer 1 initialisieren. So, beides werden wir jetzt im Laufe der kommenden Beispiele noch ein bisschen genauer anschauen.
Die binäre Semaphore, na, damit fangen wir jetzt mal an. Also die Verwendung von der Semaphore als ein ganz einfaches Log. Das Prinzip ist ja bekannt. Da auch nochmal der Hinweis auf die IronMap 6, wo wir das durchgenommen hatten, auf dem Video und die Kapitel 28 und das ist nur ein kleiner Fehler, 28 und 29 auch auswählen. Aus dem Buch, das sind die beiden Kapitel, wo das drin steht mit den Logs. Also, wir gehen bei einer binären Semaphore erstmal hin und setzen den Wert der Semaphore initial auf 1. Das heißt, wenn man jetzt sich das von vorher nochmal in Erinnerung ruft, wir haben eine Ressource, die wir weggeben können, also genau ein Log. So, irgendein Thread, nehmen wir jetzt mal an Thread 0, ruft Semwait auf und was wir in dem Pseudocode gesehen hatten, der Wert der Semaphore wird jetzt um 1 verringert. Der Thread wartet jetzt nur, wenn der Wert nicht größer gleich 0 ist oder war. Ja? Das ist die Folie vorher mit Semwait und Sempause. Da der Wert 0 ist, wir hatten, eine Annahme, die wir jetzt erstmal treffen, kehrt Semwait sofort zurück und der Thread 0 kann den kritischen Abschnitt ausführen. Ne? Das war ja auch die Idee von Log. Ich setze einen Log, dann kann ich einen kritischen Abschnitt ausführen, also den Code ausführen, auf den kein anderer zugreifen darf. Und wenn ich damit fertig bin, gebe ich das Log wieder zurück. So. Und wenn jetzt eben kein anderer Prozess versucht hat, das Log zu erhalten, also niemand anderes hat Semwait aufgerufen, dann ruft der Thread 0 am Ende das Sempost auf und der Wert der Semaphore wird zurück auf 1 gesetzt. Und der nächste, der kommt, kann das sofort wieder verwenden. Also da wäre immer der Ablauf der gleiche. Das wäre also das erste einfachste Beispiel. Dann schauen wir uns mal das zweite Beispiel an. Der Thread 0 an der Stelle hat Sempost noch nicht aufgerufen. Ja, das ist jetzt nur ein der Thread läuft, hat Sempost noch nicht aufgerufen. Und jetzt versucht ein anderer Thread, nämlich der Thread 1, das Log zu erhalten. Bei dem klappt das ja und dieser Thread 1 verringert jetzt den Wert der Semaphore auf minus 1 und wartet, ja, weil die ist jetzt ja negativ. Wenn der Thread 0 jetzt irgendwann ausgeführt wird und fertig ist, wird durch den Aufruf von dem Sempost der Wert der Semaphore ja wieder hoch auf 0 gesetzt. Ja, und ein anderer Thread, in unserem konkreten Beispiel, ist es der Thread, der Thread 1 aufgeweckt. So. Und der Thread 1 kann das Log jetzt entsprechend erhalten. Ja, der Wert war ja jetzt ja gerade auf 0 und ruft nach der Beendigung Sempost auf, ja, und setzt dann den Wert wieder zurück auf 1. Das heißt, auch wenn der 0 das Sempost noch nicht aufgerufen hat, ja, dann wird das quasi runtergesetzt und wird zweimal hochgesetzt, dann klappt das. Da kommt noch eine Frage rein. Ist Log nicht nur Syntax-Sugar für Semaphoren? Wir haben hier jetzt also die binäre Semaphore. Mit der kann ich ein Log programmieren. Mit einer nicht-binären Semaphore, also wenn ich die mit mehr als 1 initialisiere, dann kann ich ja mehrere Zustände verbessern. Das habe ich jetzt, oder wir haben jetzt in dem Buch keine Grafik drin, aber wenn man sich mal einfach ein paar Grafiken von Semaphoren anschaut, gerade in den mehr theoretischen Vorlesungen, da sieht man das dann, dass es eben nicht nur ein Log ist an der Stelle. Die Frage für mich ist dann, wie wird die Verringerung des Wertes auf minus 1 synchronisiert? Da hatten wir ja in den Vorlesungen vorher die Assembler-Befehle. Also es gibt Hardware-Befehle, Maschinenbefehle, die atomar so etwas machen können. Also da haben wir ja ich hatte es rausgesucht für x86, ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf, ich gebe es zu, haben wir zwei Befehle gezeigt, wie zum Beispiel so eine Änderung von einer Variable atomar mit einem Hardware-Befehl ausgeführt werden kann. Das heißt, das habe ich dann nicht im C-Code, sondern im Assembler-Code, wo das aufgerufen wird. Und damit kann ich sicherstellen, dass dieses Erhöhen oder Verringern auf minus 1 geht. Das Problem ist an der Stelle, jetzt scroll ich einfach mal nochmal zwei Folien zurück, weil das ist im Prinzip ganz gut erkannt. Was ist eigentlich, wenn hier unterbrochen wird, also wenn ein Interrupt stattfindet, wenn ich den Wert verringert habe und wie man dann entsprechend weitergeht. Ja? Aber das reine plus 1 oder minus 1 von den Werten, das kann ich mit Hardware-Befehlen realisieren. Wenn das noch jemand zufällig im Kopf hat, darf er das gerne in den Chat reinschreiben. Die Linie sind. Genau, das war das Beispiel 1, das Beispiel 2. So. Es gibt ein recht ausführliches Trace von diesen beiden Beispielen in Kapitel 31.2 von OSTEP. Und da ist auch eine kleine Aufgabe. Da können Sie mal, oder mit dem Hinweis, berechnen Sie mal ein eigenes Beispiel eben mit mehr als einem wartenden Thread. Ja, das funktioniert. Das heißt, ich baue mir so eine binäre Semaphore.
Ich habe genau dieses Log auf eine Ressource. Und wenn man sich diesen Trace mal durchrechnet, dann sieht man ganz schön, das funktioniert. Also auch wenn dann diese 8, 9 Aufrufe kommen, dann habe ich diesen -8 oder -9 Wert. Und das sind dann eben entsprechend die erwarteten Threads, bis das wieder freigegeben wird. So. Jetzt ist vielleicht noch beim einen oder anderen die Frage aufgekommen, warum heißt das binäre Semaphore? Also mit dem vorigen Beispiel haben wir ja die Semaphore benutzt, um ein Log zu erzeugen. Und das beantwortet jetzt auch nochmal die Frage, ob ein Log nicht nur Syntax-Hooker für die Semaphore ist. Also ich kann eine Semaphore verwenden, um ein Log zu programmieren. Und jetzt ist es ja so, dass Logs genau diese zwei Zustände haben, also einmal gesperrt oder nicht gesperrt. Auf Englisch heißt es held oder not held, also ob ich so einen Log jetzt halte oder entsprechend nicht. Und aufgrund von diesen zwei Zuständen heißt eine Semaphore entsprechend dann einfach binäre Semaphore. Also da kommt dann auch der Name her. So. Und jetzt, und das ist dann ein bisschen anders, kann ich eine Semaphore natürlich auch zur Signalisierung verwenden. Und das ist der Unterschied, also wenn ich ja nur ein reines Log habe, da warte ich ja immer. Und bei einer Semaphore kann ich eben auch anfangen, Threads zu synchronisieren. Und das Prinzip dahinter ist relativ einfach. Irgendein Thread wartet darauf, dass etwas passiert. Der wartet jetzt dann nicht, dass eine Ressource freigegeben wird, sondern der wartet darauf, dass irgendwas passiert. Und irgendein anderer kümmert sich darum, dass etwas passiert. Ja, und der muss ja dann dem anderen, also dem ersten Thread, signalisieren, dass etwas gemacht wird. Ein Beispiel, auf das wir später noch zu sprechen kommen, ist das ganz typische Producer-Consumer-Problem. Also ich erzeuge irgendwas, schreibe das zum Beispiel in einen Puffer rein und ein anderer Thread soll das aus dem Puffer rauslesen. Solange ich reinschreibe, oder andersrum, wenn gar nicht, oder ich schreibe erst wieder rein, wenn der Puffer ganz leer ist und ich lese erst wieder raus, wenn der Puffer voll ist. Ja, also so kann ich das eben mit einer Semaphore signalisieren, das Beispiel kommt. Also etwas konkreter wird's. Ein Thread erzeugt einen anderen Thread, das wäre so dieses typische Beispiel, und wartet zum Beispiel auf dessen Beendigung. So, und wie funktioniert das jetzt im Detail? Das haben wir auch recht gut beschrieben, ne? Also das fällt unter das Stichwort Child Synchronization. Und der Parent Thread erzeugt erstmal den Child Thread. Das ist auch, wenn ich zum Beispiel ein Thread oder bei den Prozessen hat man das am Anfang. Ich kann ja zum Beispiel aus der Konsole einen neuen Prozess starten und ich kann sowas genau auch in Threads programmieren. Also die hatten ja die Thread API mal durchgenommen in C und da können Sie auch einen neuen Thread in einem anderen Thread programmieren. Was man dann macht, ist in dem Fall initialisiert man den Wert der Semaphore mit 0. Also nicht mit 1, die vorher, sondern erstmal mit 0. Der Parent-Thread, also der das Child erzeugt hat, ruft dann erstmal das Same-Wait auf. Und jetzt erinnern wir uns, das wird ja reduziert, also reduziert den Wert um 1. Und der Child-Thread, also den ich erzeugt habe, der ruft Same-Post auf. Also gar nicht der Aufrufer, sondern derjenige, der später fertig ist, ruft das Same-Post aus. Und das ist jetzt der Unterschied zum Beispiel zum Log. Weil beim Log muss ja derjenige, der das Log hält, das auch wieder freigeben. Ja, und hier wird das Post ja durch den Child-Thread aufgerufen. Jetzt können wir uns einmal anschauen, wie das so von dem Ablauf passiert. Auch da mal wieder zwei Szenarios. Das erste wäre, der Child-Thread wird erzeugt, läuft aber noch nicht. Ja, das heißt, ich habe mein Thread create, das hatten wir, pthread create war ja die Methode. Das heißt, ich erzeuge den, aber der wird noch nicht gestartet. Das heißt, der wird vom Scheduler nicht wird er noch nicht gestartet. Das heißt, der Parent-Thread kann dann Same-Wait aufrufen, bevor der Child-Thread das Same-Post aufruft. Das ist ja auch die Reihenfolge, wie man sich das jetzt erstmal intuitiv überlegt. Das heißt, der Parent läuft, ruft das Same-Wait auf und die Semaphore war ja mit 0 initialisiert, wird dann auf minus 1 gesetzt und jetzt irgendwann läuft der Elternprozess, also der Parent-Process. Und erst wenn jetzt dieser Child-Thread beendet ist, ruft der ja Same-Post auf. Ne? Und dann wird ja Same-Post oder der Wert der Semaphore wieder auf 0 gesetzt. Und jetzt kann ja der Parent-Thread wieder weiterlaufen. Und das kann man, also warum kann der weiterlaufen? Was wäre denn, wenn der zum Beispiel vom Scheduler zwischendurch wieder aufgeweckt wird? Und dann würde der ja schauen, okay, Semaphore ist ja auf minus 1. Also kann ich ja gar nicht weiterlaufen. Muss eben entsprechend wieder warten. Der Scheduler lässt andere Threads oder Prozesse wieder laufen. Sonst jetzt sind wir nur bei Threads unterwegs. Lässt den anderen Thread wieder laufen. Und erst wenn der Child-Thread endlich durch ist,
Dann wird das dann post aufgerufen und entsprechend der Wert geändert und der Parent dann wieder laufen. Ne? Also das intuitive Reihenfolge erstmal. Jetzt gibt es dann noch die andere Reihenfolge. Und zwar, was passiert denn, wenn der Child-Thread erzeugt wird und bis zum Ende läuft, bevor der Parent-Thread sein Wait aufrufen konnte? Ne? Und zwar ist es also, ich mache das Erzeugen. Und das war auch das Beispiel und die Frage von vorhin. Was passiert denn, wenn ich den Thread erzeuge? Ne, dann habe ich die Zuweisung, die Referenz auf den Thread, also den Pointer. Und dann würde ich ja erst sein Wait aufrufen. Und was passiert dann? Der Child-Thread, beziehungsweise vor dem Send Wait, findet jetzt der Interrupt statt. Das heißt, der Child-Thread wurde erzeugt und wird vom Scheduler gestartet. Und der Child-Thread läuft komplett durch. Und dann ruft er SendPost auf. Und jetzt nochmal überlegen, der Wert der Semaphore ist in dem Moment noch 0. Ja, und der wird jetzt durch das SendPost auf 1 erhöht. Nochmal dran denken, der Parent-Thread hat ja noch überhaupt keine Chance gehabt, das Send-Wait aufzurufen. Er wurde ja unterbrochen, bevor er das machen konnte. Und deswegen ist er der Wert noch nicht verringert. Das heißt, der steht noch nirgends auf minus, oder noch nicht auf minus 1. Und deswegen ja eigentlich auch noch nicht aufgeploppt. So. Jetzt ist aber der Child-Prozess fertig. Setzt einen Wert hoch auf 1. Wenn jetzt der Parent-Thread wieder läuft, würde er in der nächsten Instruktion in die Routine SendWait reinspringen. Und dann würde der Wert der Semaphore reduziert werden. Sondern da der jetzt 1 ist, wird er auf 0 gesetzt. Und zwar ohne zu warten. Weil der ja positiv war, wird SendWait nicht dazu führen, dass der Aufruf erwartet. Also der wird nicht blockieren an der Stelle. Das heißt, die Routine wird sofort beendet und der Parent-Thread kann weiterlaufen, weil der Child-Prozessor schon fertig war. Das heißt, in beiden Fällen habe ich genau das gewünschte Verhalten, das ich möchte. Ich warte als erzeugender Prozess auf mein Kind-Prozess, den ich entsprechend erzeugt habe. Also das sollte soweit erstmal Sinn machen, hoffe ich. So. Und dann hatte ich ja vorhin schon angesprochen, das Producer-Consumer-Problem. Producer-Consumer-Problem findet man auch unter dem Begriff Bounded Buffer Problem. Und dazu brauchen Und Das war wieder meine Alexa. Bereits also wir haben das Problem schon mal bei Condition Variables behandelt. Wer sich da nicht mehr dran erinnert, kann noch mal die Kapitel 27, 28 aus der Buch anschauen. Jetzt warte ich einmal ganz kurz, da kommt noch eine Frage rein, bevor ich weitermache. Genau, das ermöglicht sicheres Multithreading. Und das ist genau das, also was jetzt bis zum Ende mit den Semaphoren auch durchsprechen. Also damit kann ich tatsächlich Multithread Safety herstellen mit den Semaphoren. Allerdings, ich kann da ein paar Fehler reinbauen und die schauen wir uns dann auch gleich noch an. Genau, also Condition Variables brauchen wir dafür. Also klassisches Problem ist eben die Prozesssynchronisation. Das heißt, wenn Erzeuger, das ist in Englisch der Producer, und der Verbraucher, auf Englisch der Consumer, konkurrierend auf eine Ressource zugreifen, das Reinschreiben, Rauslesen, eben ein Puffer wäre da das typische Beispiel. Die Grundidee hatte ich vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, der Consumer soll keine Elemente aus einer Datenspur nehmen können, wenn dort keine enthalten sind. Das ist ja auch schon logisch. Ne? Also der soll nicht versuchen, aus dem Puffer zu lesen, wenn da nichts drin ist. Und der Producer soll ja keine Elemente reinschreiben können, wenn die maximale Kapazität erreicht ist. Und das kann ich entsprechend mit einer Semaphore programmieren. So. Und da schauen wir uns einmal den Puffer an. Und auch da findet man den schönen Beispielcode in dem Buch. Und den gehen wir jetzt mal hier durch. Und ich hoffe, ich bekomme den entsprechend auch erklärt. Also rechts der Code. Wir haben einmal den Puffer, also den Buffer, der wird mit Max initialisiert und wir haben Fib und Use. Die werden wir gleich noch brauchen, die Variablen. Und zunächst gehen wir davon aus, es gibt eben genau einen Puffer. Also das Max hier gibt jetzt die Anzahl der Puffer an. Und dann haben wir nachher noch zwei Threads, einmal den Producer und den Consumer. Und ganz wichtig, wir haben an der Stelle nur eine CPU. Also bei einer Multi-CPU Architektur wird das wieder ein bisschen komplizierter, aber wir beschränken uns für das Verstehen immer erstmal auf eine CPU.
dass man das entsprechend hat. Weiterhin gehen wir davon aus, dass der Consumer zuerst läuft. Das macht uns jetzt erstmal das Leben einfacher, dass wir das was so machen können. So. Jetzt schauen wir uns noch die beiden Methoden an. Ich habe einmal die Put-Methode, da gebe ich einen Integer, einen Value rein und den Wert schreibe ich an die Stelle vom Puffer und zwar immer an das Fill. Und dann gehe ich hin und erhöhe das Fill entsprechend. Und das Modulo Max ist eben, dass ich keinen Überlauf an dem Puffer habe, sondern fange dann von vorne wieder an. Oder würde von vorne anfangen. Und bei den Get ist es genau andersrum. Ich hole mir aus dem Puffer an der Use-Variable oder an den Zähler Use, an dem Counter, hole ich mir den Wert raus. Dann erhöhe ich das Use. Das heißt, ich gehe einen Schritt weiter, genau wie beim Fill. Und ich gebe dann diesen Wert zurück. Also, und sowohl das Use als auch das Fill, das sind ja zwei unterschiedliche Zeiger auf dem Puffer, wo ich eben gerade stehe. Deswegen werden ja unterschiedlich hochgezählt. So, dann haben wir den Consumer. Da fangen wir mal an. Wir bauen uns zwei Semaphore. Wir haben einmal die Semaphore empty und einmal die Semaphore full. Also damit signalisieren wir, ob der Puffer jetzt leer oder voll ist. So, der Consumer funktioniert wie folgt. Der wartet erstmal immer, bis der Puffer voll ist. Also ich habe hier den Consumer gebaut, bekommt entsprechende Argumente. Ich habe den Zähler i, ich habe die temporäre Variable 0, die werden beide initialisiert. Nochmal dran erinnern, bei C, wenn ich es nicht initialisiere, steht unter Umständen irgendwas drin, ja, was wir an der Stelle nicht möchten. Solange mein Wert, den ich rauslese, ungleich minus 1 ist, also solange irgendwas drinsteht, rufe ich auf das same weight. Und zwar mit der Full-Semaphore, das ist die da oben. Dann lese ich den Wert raus, also ich rufe hier das get auf, ne, das war die Methode hier oben, das wird aufgerufen und dann rufe ich das post auf. Das heißt, hier baue ich mir jetzt genau so ein Log. Allerdings signalisiere ich einmal über das full und einmal über das empty. Also das ist nicht ein Log, was ich habe, sondern im Prinzip sind es zwei Signale, die ich da setze. Ne? Und ich gebe hier noch den entsprechenden Wert aus, den ich rausgelesen habe. Im Gegensatz dazu der Producer, ich habe also die Semaphoren habe ich einfach mal oben stehen gelassen. Hier wird das i nicht initialisiert. Warum? Das wird in der Vorschleife mit einer 0 initialisiert. Kleiner der Anzahl der Loops. Jetzt muss ich selber nochmal gucken, wo die Loops herkommen. Und das i wird erhöht. Hier wird dann das Sendrate auf dem empty aufgerufen. Ja, das ist jetzt genau andersrum wie beim Consumer. Und dann wird ein Wert reingeschrieben und dann wird das Post aufgerufen. Na, also das ist im Prinzip relativ einfach der Ablauf. Die beiden Logs oder die beiden Semaphoren, die ich an der Stelle habe, die funktionieren ja genauso, dass ich diese beiden, also der Producer und der Consumer, die loggen sich im Prinzip gegenseitig. Und wenn ich dann das vollgeschrieben oder wenn ich was reingeschrieben habe oder ich habe was rausgelesen, dann gebe ich das mit dem anderen frei. So, und jetzt können wir mal so ein paar, genau, weil die Frage kommt, es kann sein, wo hatten wir das Get? Hier nicht, aber hier fehlt der, Entschuldigung fürs Hochrufen, fürs Get. Fürs Get hatten wir doch keinen Parameter, oder? Für das Get ist parameterlos, da nehme ich immer den nächsten. Da wird ja einfach der Zeiger, das Use hochgezählt und ich nehme den nächsten Wert aus meinem Puffer, der da drin steht. Ja, das müsste soweit passen. Okay. Das Einzige, was für mich gerade komisch ist, das Loop fehlt mir hier. Da muss ich nochmal nachschauen im Originalcode, wo das herkommt. Das kann vielleicht auch ein Tippfehler im Originalcode gewesen sein. Oder ich habe eine Zeile verpasst an der Stelle. So, jetzt schauen wir uns mal aber ich glaube, das Grundprinzip ist klar, wie die beiden funktionieren. So, jetzt schauen wir uns mal den ersten Versuch an im Detail. Also der Consumer startet und ruft das Sendrate auf Full auf. Jetzt haben wir das Full mit 0 initialisiert und jetzt wird Full um 1 reduziert. Das heißt, von 0 wird das auf minus 1 gesetzt. Das heißt, jeder, der jetzt da was aufrufen möchte, das Wait aufrufen möchte, muss erstmal warten. Das heißt, der Consumer wird nun selbst auch blockiert und wartet, bis ein anderer Thread das den Post auf den Full aufgerufen hat. Ja, das ist hier die Funktionsweise. Der Consumer, also der hier, versucht das rauszulesen.
wird jetzt hierdurch blockiert. Also jetzt kann ein Consumer nicht mehr laufen, bis irgendjemand anderes, also nicht dieses Post aufruft, sondern das Post auf dem Full aufruft. Das ist das, was da steht. So, das heißt, der Consumer ist nun blockiert und wartet, bis ein Post aufgerufen wird. Nun läuft irgendwann der Producer los und der ruft ja das Same Weight auf Empty auf, ne, das war gerade entgegengesetzt. Das Empty haben wir im Vorfeld mit Max 1 initialisiert und daher läuft jetzt der Producer zunächst und das Empty wird auf 0 reduziert. Ne? Das heißt, von 1 wird ja immer mit dem Weight 1 abgezogen und dann bin ich an der Stelle jetzt auf der 0. Jetzt wird der Puffer befüllt, also ich schreibe was rein und am Ende wird das Same Post Full aufgerufen. Das heißt, das Full, die Variable wird von minus 1 auf 0 erhöht und jetzt kann der Consumer wieder laufen, weil der hat ja hier oben gewartet, bis das Same Post wieder aufgerufen wurde. So. Und für das Initialisieren, das hier wäre zum Beispiel die Initialisierung von den beiden Semaphoren, die hat im Vorfeld noch gefehlt vom Code. So, das ist erstmal der erste Versuch und der klappt soweit auch. So, jetzt schauen wir uns mal die Ergebnisse davon an. Also das Szenario 1, der Producer läuft noch weiter. Das heißt, er versucht wieder Same Bait auf Empty aufzurufen und dann wird er ja blockiert. Ja, und zwar, weil das Empty auf 0 steht. Also das passt soweit. Das Szenario 2 ist folgendes. Der Producer stoppt und der Consumer startet. Und der würde jetzt ja von dem Same Weight Full zurückkehren und Get aufrufen. Da der Producer aber das Full inzwischen erhöht hatte, kann der Consumer aber auch wieder laufen. Das heißt, in beiden Fällen, das kann man schon mal hinmalen, funktioniert das tatsächlich. Das heißt, in beiden Fällen läuft das ohne Probleme durch. Einer schreibt raus und der andere liest raus. Eine schreibt rein und der andere liest raus. So, was ist jetzt, wenn wir das Max 1 erhöhen? Ja, das hatten wir vorhin als Annahme gesagt, wir erhöhen das. Und wir treffen jetzt auch mal eine Annahme, wir haben mehrere Producer und mehrere Consumer. Das heißt, mehrere könnten reinschreiben und mehrere könnten rausschreiben. So, und in unserem Beispiel hätten wir jetzt plötzlich eine Race Condition. Race Condition hatten wir vorher schon mal. Das sind mehrere Versuche auf die gleiche Ressource zuzugreifen. Sowohl Input als auch im Get können zwei Threads auf den gleichen Zähler, auf das Fill und Use zugreifen. Und zwar, wenn sie durch einen Interrupt direkt nach dem Schreiben, aber vor dem Erhöhen unterbrochen werden. Ja, das können wir uns nochmal anschauen vielleicht. Wenn wir in dem Same Weight drin sind, dann kann ich da drin ja unterbrochen werden. Ja, und das ist genau das Problem, was man an der Stelle dann hätte. Genau, und jetzt kann man sich überlegen, was fehlt an der Stelle. Und jetzt bräuchten wir genau an der Stelle ein Lock oder Mutual Exclusion, also ein Mutex, dass uns das nicht um die Ohren fliegt an der Stelle. Ja, und wie würde das jetzt aussehen an der Stelle? Wir haben ja hier einmal das Same Weight gehabt auf Empty. Wir haben jetzt links den Producer und rechts den Consumer. Und wir überlegen uns jetzt einmal, was ist der kritische Abschnitt? Und der kritische Abschnitt hier ist das Put, also das Reinschreiben und das Rauslesen. Das ist das, was ich jetzt unbedingt, die Ressource, die ich da synchronisieren möchte. Das heißt, ich rufe einmal das Same Weight auf dem Empty, dann rufe ich den Same Weight auf unser Mutex auf. Das ist die dritte Semaphore, die wir jetzt haben. Und da bauen wir jetzt genauso ein Lock, wie vorhin angesprochen. Und wir rufen danach direkt das Same Post auf und wieder auf den Mutex. Das heißt, danach geben wir sofort das Put frei. Und danach wird das Same Post auf den Full aufgerufen. Das heißt, dann kann der Consumer wieder laufen. Und bei dem programmieren wir das genauso umgedreht. Wenn Sie jetzt die Zeilen von dem Mutex mit dem jeweiligen anderen Semaphor paarweise vertauschen. Das heißt, wenn Sie jetzt hier das Same Weight vertauschen, also oben das Mutex und unten das Empty und hier zum Beispiel oben das Full und unten das Mutex. Das heißt, dieses Mutex um einen größeren Block bauen würden. Ja, genauso hier drüben. Dann kann Ihnen ein Deadlock entstehen. Das heißt, die beiden würden auf sich gegenseitig warten, bis der andere was freigibt. Das schauen wir uns gleich an, wie das funktioniert. Wenn Sie in dem Ausdeckbuch das nachlesen, der hat zuerst mit dem Beispiel angefangen, wo das Mutex gesetzt wird und dann dieser Deadlock entsteht und dann wird erst das Codebeispiel rausgezogen. Aber das wollte ich jetzt an der Stelle nicht komplett durchexerzieren. Das heißt, versuchen dieses Mutex oder das Lock immer auf einen möglichst kleinen Bereich zu reduzieren, um so einen Deadlock zu vermeiden.